Ich habe mich ziemlich lange nicht mehr einfach vor die Kamera gesetzt und ein bisschen erzählt, was bei mir so los ist. Früher habe ich das ja in regelmäßigen Abständen gemacht, ein bisschen über Studium, Sport und was auch immer. Und da jetzt wieder so ein bisschen was ansteht und ich einfach Lust dazu hatte, dachte ich, ich mache das mal wieder. Wenn ihr über mein Gequatsche hinaus noch Fragen habt, dann stellt sie mir natürlich sehr gerne in den Kommentaren. Ansonsten kann ich euch immer empfehlen, wenn man so will, dass ihr mir gerne bei Instagram folgen dürft, wenn ihr das gerne möchtet, weil man da auch immer mal wieder Krams, privaten Krams mitkriegt, vor allem in den Stories. Da sieht man dann doch immer ein bisschen was, mehr oder weniger interessant. Aber wenn euch das interessiert, wäre das eine gute Möglichkeit. Womit fangen wir denn am besten an? Fangen wir mal mit dem an, was zuerst passiert ist im Grunde. Und zwar bin ich seit September letzten Jahres, also seit dem Sommerurlaub letzten Jahres, verlobt. Ich weiß nicht, ob ihr es eben schon mitbekommen habt oder den Ring gesehen habt oder was auch immer. Ich war davon sehr überrascht. Also mein Freund und ich sind seit mittlerweile fast 8 Jahren zusammen, zu dem Zeitpunkt seit 7 Jahren. Und wussten, dass wir irgendwann mal heiraten wollen, aber es war jetzt kein großes Thema und es war für mich persönlich auch nie ein großes Thema. Also in dem Sinne, dass ich nie eine von den Frauen war, die unbedingt heiraten wollten oder zu denen es so zum Lebensplan gehört sozusagen. Dementsprechend war ich da eigentlich ziemlich entspannt. Und ja, ich habe mich dann sehr, sehr gefreut natürlich. Und wir haben auch direkt angefangen zu planen und wie sich gezeigt hat, war das auch eine ganz gute Sache, weil gerade so diese Dinge wie Location, irgendwelche Dienstleister, Fotograf etc. pp. Da muss man sich schon echt früh drum kümmern, was ich wusste. Und trotzdem fand ich es irgendwie krass, wie früh viele da schon ausgebucht sind. Der Vorteil davon, dass wir uns so früh gekümmert haben, war aber tatsächlich, dass unsere gesamte Hochzeitsplanung bisher relativ entspannt war. Weil wir einfach ziemlich früh zusammen hatten, was wir unbedingt wollten. Und im Grunde auch sehr viel Glück hatten, weil wir auch wirklich die Leute bekommen haben, die wir mochten und gut fanden und finden. Also wir mussten da keine besonderen Kompromisse eingehen. Wir werden jetzt am 8. September heiraten. Zumindest formuliere ich es immer so. Also die amtliche Hochzeit, die standesamtliche Hochzeit ist am 7.8. Und am 8. ist dann aber unsere Feier und unsere freie Trauung, die im Grunde für mich sowas wie die richtige Hochzeit ist. Das Standesamt bedeutet mir nicht so viel. Es muss halt gemacht werden. Es ist für mich so ein bisschen wie der Amtsgang. Und dann haben wir eine freie Trauung, was ich mir immer gewünscht habe. Ich bin selbst nicht getauft, mein Freund ist aus der Kirche ausgetreten, uns beiden ist die Kirche nicht sehr wichtig und ich wollte aber gerne sowas wie eine Zeremonie haben und ich finde es aber nicht besonders sinnvoll, in der Kirche zu heiraten, wenn es einem nichts bedeutet. Also erstens bringt es mir selbst nichts und ich finde auch, dass es nicht so richtig ist den Leuten gegenüber, denen es wirklich was bedeutet, wie auch immer. Jedenfalls werden wir eine freie Trauung haben. Wir haben unsere absolute Traumlocation bekommen. Okay, meine absolute Traumlocation. Mein Freund kannte es tatsächlich nicht, obwohl es ganz in der Nähe ist von dem Ort, in dem wir aufgewachsen sind. Draußen im Wald, bei so einer alten Mühle. Wir können auf einer Wiese neben so einem Bächlein heiraten. Und letztlich, als wir da waren, sind auch Schwäne rumgelaufen. Das ist unfassbar. Wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ich habe auch schon gesagt, dadurch, dass wir diese Location bekommen haben, bin ich schon so unheimlich glücklich. Wir hatten auch das Glück, dass da ein Paar abgesprungen ist, dem ich natürlich nur wünsche, dass es eine andere Location gefunden hat und nicht, dass die Hochzeit abgesagt wurde. Dadurch haben wir sie noch bekommen, obwohl wir, wie gesagt, ein Jahr im Voraus angefragt haben. Und ja, jedenfalls habe ich gesagt, ist mir das Wetter im Grunde echt egal. Also selbst wenn nicht so gutes Wetter ist, allein dadurch, dass wir dort hin dürfen, bin ich schon glücklich und versöhnt. Auf jeden Fall haben wir das meiste schon zusammen, was ja auch ganz ratsam ist, wenn es keine 2 Monate mehr bis zur Hochzeit sind. Es fehlt noch so ein bisschen Kleinkram, also ein bisschen Dekozeugs und sowas, die Gastgeschenke, die zwar schon geplant, aber noch nicht fertiggestellt sind sozusagen. So ein bisschen kleines Zeug. Er muss seinen Anzug noch schneidern lassen, also er ist schon ausgesucht, aber er wird jetzt erst ausgemessen und dann wird es fertig gemacht. Das ist wohl nicht so eine große Sache. Mein Kleid habe ich auch schon. Ich bin dafür extra nach Köln gefahren, was von hier aus 250 Kilometer eine Strecke sind. Aber dort gibt es einen sehr, sehr besonderen Laden, wie ich finde. Und dort konnte ich das alles so machen, wie ich es gerne hätte, weil ich so bestimmte Vorstellungen hatte und die werden nicht so oft getroffen. Ich kann nicht allzu viel dazu sagen, natürlich.
Ich weiß nicht genau, ob man hier auf YouTube was davon sehen wird. Wie gesagt, Instagram ist da eine ganz gute Quelle, weil ich eigentlich schon vorhabe, da so ein, zwei Bilder von der Hochzeit dann zu posten. Muss ich mal mit meinem Freund bequatschen, was ich posten darf, in Anführungsstrichen, weil ich das einfach richtig und wichtig finde, mich da mit ihm zu besprechen. Aber es ist schon der Plan und hier auf YouTube weiß ich nicht. Also es wird kein Hochzeitsvideo geben oder so. Ich weiß auch nicht, ob das so von so großem Interesse ist oder so spannend. Jedenfalls, ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Es wird bestimmt sehr toll. Es klingt alles richtig gut bisher, so wie wir es geplant haben. Es ist wirklich genauso, wie wir es gerne mögen. Ich meine, wir waren beide halt auch ziemlich entspannt. Also wir hatten keine genaue hundertprozentige Vorstellung, wie alles exakt sein sollte. Das heißt, wir konnten es immer ganz gut mit den Zuständigen absprechen, haben uns da auch ein bisschen beraten lassen, was irgendwie Sinn macht. Und sind jetzt sehr glücklich mit den Vorbereitungen. Und wie gesagt, es dauert nicht mehr besonders lange. Ja, das ist so eine große aufregende Sache, die hier passiert. Und tatsächlich, es klingt total blöd und es ist auch einfach was ganz Persönliches. Ich bin jetzt gerade wirklich froh, dass ich jetzt heirate und vorher diese 10 Kilo abgenommen habe, die ich ja innerhalb der letzten Jahre abgenommen hatte. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich habe ja, jetzt überlege ich gerade, 23, 24 Jahre 0,0 Sport gemacht, habe dann damit angefangen, tatsächlich nicht, weil ich abnehmen wollte, sondern weil ich dachte, es kann irgendwie nicht gesund sein, sich nicht so super zu ernähren und niemals Sport zu machen. Und habe dadurch 10 Kilo abgenommen. Auf dem Stand bin ich auch immer noch. Also ich pendel jetzt so ungefähr beim gleichen Gewicht. Da geht nicht wirklich viel runter, aber auch nicht wirklich viel hoch. So plus minus 1 Kilo halt. Und ich habe schon vor Jahren gedacht, okay, wenn ich dann irgendwann mal heirate, ich fühle mich irgendwie so unwohl in meinem Körper. Ich würde mir wünschen, dass ich dann an einem anderen Punkt bin und an dem bin ich jetzt. Abgesehen von irgendwelchen Kilozahlen fühle ich mich einfach so viel wohler und wenn dann irgendwie alle Augen auf mich gerichtet sind und wer weiß, wie viele Fotos gemacht werden, was ja eigentlich gar nicht mein Ding ist, weil ich mich nicht so gern fotografieren lasse. Ich weiß, es ist ein Witz. Ich sitze hier vor einer Kamera und schicke dieses Video in die Welt hinaus, aber es ist trotzdem so. Und mich auch nicht für fotogen halte, bin ich einfach sehr froh, dass ich jetzt an dem Punkt bin, dass ich mich viel, viel wohler in meinem Körper fühle. Und ja, ich meine, ich hätte auch mit den 10 Kilo mehr mit Sicherheit das tragen können, was ich gerne möchte, weil warum auch nicht, dann eben in einer größeren Größe. Aber ich hätte mich einfach nicht so wohl gefühlt, das weiß ich. Und jetzt bin ich da einfach an einem anderen Punkt und fühle mich wohl und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Sport mache ich immer noch regelmäßig. Ich hatte mal eine Phase so im Winter, da habe ich tatsächlich fast nichts bis nichts gemacht. Ich habe mich so ein bisschen hängen lassen gefühlt. Ich war ständig müde. Ich war auch zwischendurch mal beim Arzt tatsächlich, weil ich dachte, es kann nicht normal sein, immer so müde zu sein. Habe alle meine Werte checken lassen, die alle super waren, was schön ist und gut zu wissen, aber mir nicht auf die Sprünge geholfen hat. Also muss ich wohl akzeptieren, dass ich irgendwie viel Schlaf- und Ausruhzeiten brauche. Es ist jetzt im Frühjahr, Sommer deutlich besser als im Winter. Da hatte ich schon immer ein bisschen mehr Probleme. Das ist ja auch irgendwie normal. Aber dieses Jahr hat es mich irgendwie besonders genervt und mich stimmungsmäßig auch ein bisschen runtergezogen und so. Naja, kann nicht schaden lassen, sich mal durchzuchecken, so oder so. Jetzt weiß ich Bescheid, wie auch immer. Genau, also das ist so das, was im September ansteht. Was auch ansteht und tatsächlich auch im August, September, und ich bin sehr gespannt, wie ich das am geschicktesten kombiniere, ist, dass ich dieses Jahr zu den Buchpreisbloggern gehöre, was mich total freut, weil ich damit niemals gerechnet hätte. Ich verlinke euch gerne den Blog vom Deutschen Buchpreis, da könnt ihr gucken, wer noch so dabei ist, ganz tolle Blogger und Instagrammer und so. Und ja, das heißt, ich darf Bücher von der Longlist für den Deutschen Buchpreis lesen, für euch rezensieren, da ein bisschen was zu erzählen. Und die Longlist kommt nun mal im August, was genau der Monat vor meiner Hochzeit ist. Wobei ich ja immer noch guter Hoffnung bin, dass es nicht in extremen Stress ausartet, weil wir ja schon viel geplant haben. Und sind wir mal ganz ehrlich, sowas lehnt man einfach nicht ab. Das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Ich musste das einfach machen. Und dementsprechend kriege ich das schon irgendwie kombiniert. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als ob ich 24/7 mit irgendwelchen Hochzeitsvorbereitungen zu tun hätte. Und ich bin auch wirklich bisher, obwohl die Nervosität langsam steigt, bin ich kein, wie nennt man das, Brautzilla, sondern bin da eigentlich ziemlich, ja, entspannt und so. Wie gesagt, man lehnt es einfach nicht ab. Ich hatte da totale Lust drauf, obwohl ich ja tatsächlich dem Deutschen Buchpreis auch so ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, weil ich die Entscheidungen nicht immer ganz so nachvollziehbar fand. Aber gerade dann, finde ich, ist man vielleicht eine ganz gute Stimme dafür. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
Und ja, muss das alles irgendwie unter einen Hut kriegen, aber das wird schon hinhauen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ansonsten, oh ja, ich habe Haustiere. Hauen wir es einfach so raus, wie es ist. Ich habe jetzt Haustiere und ich finde es so toll. Ich wünsche mir schon seit Jahren Haustiere. Als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, hat mir eine Katze, die sehr überraschend eingeschläfert werden musste vor ein paar Jahren. Ich meine, da habe ich auch schon nicht mehr zu Hause gewohnt, aber ja, wer Haustiere hat, versteht, wie man sich fühlt. Und jedenfalls habe ich mir schon immer Haustiere gewünscht. Mein Freund war davon alles andere als begeistert. Am allerliebsten hätte ich eine Katze gehabt. Ich bin jetzt nicht so der Hundemensch und ich bin immer der Meinung, für Hunde muss man wirklich viel, viel Zeit haben und irgendwie auch Energie fürs Ganze rausgehen und so. Und da ich eh nicht so der Hundemensch bin, ne, wäre es mir das jetzt nicht wert. Ja, und mit einer Katze, ja, ich hätte es wahnsinnig gerne, wobei da auch das Problem ist, dass unser Vermieter uns da wahrscheinlich sowieso einen Strich durch die Rechnung machen würde. Und jetzt habe ich aber zwei Kaninchen. Darüber bin ich auch sehr, sehr glücklich. Sind wir ehrlich, ist keine Katze, aber ich liebe sie. Auch die beiden könnt ihr öfter bei Instagram sehen, weil sie niedlich sind. Und ich mir nicht verkneifen kann, immer wieder niedliche Fotos zu posten. Ich verstehe es, die Leute, die ständig irgendwelche Katzenfotos posten. Okay, ich habe es eigentlich schon vorher verstanden, weil ich auch irgendwie, wie heißt es, Cats auf Instagram oder so folge. Ein ganzer Account nur für niedliche Katzenbilder und Videos. Eigentlich ist es ein bisschen, wie sagt man, masochistisch, weil ich hätte ja gern eine, aber es ist auch so süß. Ja, auf jeden Fall habe ich zwei Löwenkopfkaninchen, zwei weiße, die Harry und Sally heißen nach dem Film. Ich fand von Anfang an den Gedanken total gut, irgendwelche Filmfiguren zu nehmen und habe dann überlegt, wer passen könnte und Harry und Sally fand ich nett. Und genau, ich habe zwei, weil man Kaninchen nicht alleine halten soll. Und ja, ich will tierlieb sein, ich will nicht Haustiere um jeden Preis haben, die sollen sich auch wohlfühlen. Also habe ich zwei. Allerdings habe ich nicht den Plan, eine Zucht aufzuziehen. Also Harry hatte da so einen kleinen Besuch beim Tierarzt, was ziemlich unkompliziert war, weil wir das gemacht haben, bevor er 12 Wochen alt war. Dann ist es ein total kleiner Eingriff, der von alleine abheilt und gar kein Ding. Und jetzt sind die beiden ganz happy. Ich bin froh, dass ich zwei genommen habe, weil die wirklich oft zusammen irgendwo liegen oder zusammen spielen oder was auch immer. Man merkt einfach, dass sie sich total gerne haben, sind auch Geschwister, was Kaninchen ja aber egal ist. Deswegen trotzdem der kleine Besuch beim Tierarzt. Genau, sind hier jetzt bei uns eingezogen und sehr, sehr süß. Machen natürlich auch ein bisschen Arbeit und ein bisschen unflexibler, wenn man mal irgendwie eine Zeit nicht da ist. Aber zum Glück habe ich liebe Menschen, die sich um sie kümmern. Da bin ich sehr froh drum und sehr glücklich und happy, dass mein Freund da irgendwie eingelenkt hat. Er ist halt echt nicht so der Tierfreund, weil er es auch nicht kennt. Und irgendwann war wohl aber mein Gequengel dann so dringlich, dass er noch nachgegeben hat und mit Kaninchen leben konnte. Und da er am Käfig und so weiter nichts machen muss und ich mich um alles kümmere, ist das okay. Und er kommt mittlerweile sehr gut mit den beiden aus. Und ich bin glücklich. Ich finde es einfach schön, Haustiere zu haben. Ich finde, es ist irgendwie was Nettes. Ja. Ansonsten, was gibt es bei mir noch Neues? Irgendwie gibt es jedes Jahr irgendwas Neues. Es ist echt. Aber ich brauche das auch. Ich brauche irgendwie Fortschritt in meinem Leben. Obwohl ich ja grundsätzlich eher ein ängstlicher Mensch bin und auch oftmals sehr verkopft und so und man meinen könnte, okay, da muss alles in geordneten Bahnen und am besten immer gleich und die gleiche Routine und bloß nicht so viel Neues, brauche ich, dass es so vorwärts geht. Beruflich tut sich gerade nicht so viel, also ich leite immer noch eine Kita, ich mache gerade eine Weiterbildung, da freue ich mich tatsächlich sehr drüber, weil das eine Weiterbildung in der Form ist, wie ich sie schon immer machen wollte. Die hat mit Sprachbildung und Sprachförderung zu tun. Also es geht ganz viel um Sprachentwicklung, Sprachförderung, damit auch Eltern und Kita-Teams zu erklären, was sie tun können, was ich richtig, richtig gut finde. Es sind eben verschiedene Module. Und ich finde es total gut, dass es mich dazu befähigt, auch Teams und Eltern ein bisschen weiterzugeben, weil man das doch immer sehr gebrauchen kann und ich glaube, dass es einfach mich nochmal auf eine ganz neue Art und Weise qualifiziert. Also tatsächlich abgesehen von allem, was ihr hier hinten seht, was mich so an Sprache tagtäglich beschäftigt, hobbymäßig, per YouTube, was auch immer, ist es auch beruflich so ein bisschen mein Steckenpferd und ich kann mich jetzt in die Richtung weiterbilden. Das ist für mich so ein bisschen
Es erfordert für mich so ein bisschen Planung, was auch Urlaube, andere Verpflichtungen etc. angeht, weil es eben sehr viele Fortbildungen sind innerhalb dieser Weiterbildung. Aber das macht ja auch einfach Sinn, dass man sich da in verschiedenen Bereichen dann auskennt. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil sie eben wirklich gut sind, die Fortbildungen. Sie sind inhaltlich gut, sie sind gut gemacht. Also nicht so, dass man fast einschläft, während man dort ist. Zumindest war es bisher nie so. Also bin ich damit sehr, sehr glücklich und hoffe, dass ich daraus dann so ein bisschen was machen kann, sozusagen. Ja, mir geht gerade so ein bisschen die Luft aus. Aber es ist so typisch ich mit meiner ausladenden Gestik und meinem schnellen Gerede. Ich wundere mich tatsächlich total oft, wenn ich Kommentare bekomme, in denen das heißt, dass ich so schön ruhig spreche, weil ich immer das Gefühl habe, ich blubber so vor mich hin und manchmal auch in einer viel zu hohen Geschwindigkeit. Keine Ahnung, vielleicht bilde ich mir dann auch irgendwas ein. Naja, nee, aber ansonsten, das ist so das, was gerade passiert. Man muss ehrlicherweise sagen, dass das Lesen dieses Jahr bei mir irgendwie ein bisschen kürzer kommt als sonst. Was auch mit dieser erhöhten Müdigkeit zusammenhängt, weil es ist ja kein Jahr, in dem ich mehr zu tun hätte. Ja, ich bin schon öfter mal verplant, weil ich jetzt auch öfter mal die Gelegenheit hatte, durch YouTube irgendwie an tollen Veranstaltungen und so teilzunehmen. Aber trotzdem, ich meine, ich habe studiert neben meinem Vollzeitjob und habe noch viel gelesen. Ich merke schon, dass ich dieses Jahr weniger lese, was ich nicht schlimm finde. Es ist eben, wie es ist. Und wenn ich den Kopf nicht so dafür habe, dann zwinge ich mich auch nicht. Es gibt viele Tage, an denen ich gar nicht lese, weil es einfach keinen Sinn machen würde. Es fällt mir nur auf. Es wundert mich in dem Sinne, als dass es eben schon deutlich stressigere Phasen in meinem Leben gab. Aber es ist eben so. Es ist trotzdem noch ein wichtiger Teil. Es ist immer noch mehr als genug. Viel mehr wahrscheinlich, als so der Durchschnittsdeutsche liest. Und auch das ist natürlich nicht böse gemeint, sondern es gibt ja irgendwie Studien zu dem Thema, wobei ich mich an die Ergebnisse nicht erinnern kann. Aber es ist eben so. Mein Sub ist gerade auch ziemlich angestiegen. Naja, aber egal. So, viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem, was ich so erzählt habe oder zu irgendwelchem anderen Krams, dann stellt sie total gerne in den Kommentaren. Ihr könnt mir auch mal schreiben, ob ihr irgendwelche Videowünsche habt für die nächste Zeit. Kann man ja auch mal so drüber quatschen, wenn ich hier so locker sitze. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Themenwünsche, was auch immer, schreibt sie mir gerne. Ich höre jetzt auf, vor mich hin zu blubbern. Hoffe, dieses Video ist einigermaßen unterhaltsam geworden. Und im nächsten Video sehen wir uns dann mit irgendwelchen Büchern in der Hand wieder. Tschüss!